So, und damit herzlich willkommen zurück. Okay, wir drehen noch einen Stunt. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Zu Forza Horizon 5. Ich habe euch eigentlich nur kurz mitgenommen, um das Gespräch mitzuhaben, weil ich es erwartet habe. Oh, nein, VW, nice. Oh, jetzt machen wir ein paar Drehungen, okay. 200k. 25k. Nissan Titan Warrior, glaube ich, heißt das Ding. Ein Class 10. Eine alte Fair Lady. 1240 oder noch älter. 2011er Subaru WRX STI. 200.000, nice. Und eine Z06 Corvette. Sehr cool. Ich habe ein paar Punkte gemacht. Und mit ein paar Punkten wollen wir ein paar mehr. Wir bauen uns mal eben hoch. Und machen heute auf jeden Fall noch das Alternativrennen dazu. Und ich mache jetzt vor allem erstmal noch das andere, wo ich noch einen Stern habe. Oder nur zwei Sterne sind es, glaube ich. Fortfahren. Ne, ich möchte nicht fortfahren. Ich möchte das hier machen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Hast du bloß gelernt, so zu fahren, Frankie? Ja, das freue ich mich auch öfters. Ich habe mal kurz die beiden Sachen mit drei Sternen gemacht, logischerweise. Drück mal fortfahren. Weil ich möchte mal gucken, ob es eine Bestenliste gibt. Fällt mir gerade ein. Denn in den alten Teilen gab es ja immer Bestenlisten. Ich habe übrigens gerade eben bei dem Ding am Strand 200.000 Punkte gemacht, 217.000. Ich weiß nicht, ob ich das im Dschungel nochmal machen soll mit euch, weil ich denke, das ist genau das gleiche. Ist ja ein Alternativ-Event. Wo schau denn? Wo? Oben war, ne? Ja, da. Nice. Sieht nicht so aus, als ob es dafür eine Westenliste gibt, weil dann könnte man die ja sich direkt angucken. Leider. Aber wir gucken nochmal hier. Leider muss ich ja nach einem Port immer Augenblick warten, weil dann noch das Geld aus dem letzten Veranstaltungsding reingeht und dann kann ich erst gucken. Kann ich dafür Bestenliste? Kann ich doch. Okay, ich bin scheinbar der Erste, der es gemacht hat. Gut. Ja. Okay, wir gucken mal in 35B rein. Ich gehe davon aus, dass es langweilig ist, weil, wie gesagt, es wird genau das gleiche sein, nur im Sumpf und ich werde nicht im Sumpf fahren, sondern verfickt nochmal auf der Straße, weil du auf der Straße halt Punkte kriegst. Ich meine, ich habe 2 Millionen Punkte oder so auf der Straße gemacht. Das war kein Problem. Privat jetzt, ne? In längerer Zeit und mit Gegenverkehr. Vor allem mit Gegenverkehr, weil Gegenverkehr einfach so viel bringt. Wir haben fast 10 Millionen Gesamteinnahmen. Nice. Ich glaube, ich habe noch so 5 davon. 2 sind fürs Haus drauf gegangen. Könnt ihr euch den Rest für Autos und ja, mehr Tuning als Autos ausrechnen. Autos habe ich mir noch nicht viele gekauft. Ich glaube, so 2-3 Stück. Wie unerwartet. Machen wir weiter. Er weiß, wer wir sind. Ja, jetzt dürfen wir hier ein bisschen fahren. Tempo-Szene, Suchszene, Action! Also die Suche ist Teil der Rückblende im dritten Akt. Das ist vielleicht ein Buch, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Schleude den Wagen einfach ein bisschen herum oder so. Hui, das war knapp. Naja, gib einfach Gas und improvisier ein wenig. Möchtest du sagen, sowas hast du nicht gesehen seit Großbritannien? Glaube ich nicht. Ja, also wie gesagt, das ist einfach das gleiche nochmal. Ich mache es eigentlich nur für die Szenen nochmal, für die Unterhaltung. Ich finde es gut, dass das hier offensichtlich für die eine richtige Straße ist, weil es ja als richtige Straße abgedruckt. Auf der Dingens. Aber es gibt andere richtige Straßen, die nicht als richtige Straßen angedacht sind. Nicht verlieren bitte, danke. Geht mir schon auf den Sack genug, wenn ich die aus irgendeinem dummen Grund verliere. Ich muss sagen, dieses schnelle Wechseln ist sogar ziemlich geil, weil man dadurch relativ schnell den Multiplikator hochkriegt. Ich meine, wir haben jetzt schon 50.000 Punkte. Oder besser gesagt sogar schon mehr als 50.000 Punkte. 56.000 schon. Ich wollte gerade sagen, Alter, wehe, das bricht jetzt hier ab. Dann kotze ich aber im Quadrat, ey. Wir brauchen im Endeffekt nur 100.000 Punkte. Nicht abbrechen, bitte. Mein Kopfhörer ist mal wieder leer. Wir sehen uns gleich wieder, ja? Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Mit ausreichend Punkten, vielleicht knapp. Und
Was soll ich Victor sagen, wer wirklich hinterm Steuer sitzt? Nein, Spaß, Frankie. Ich mach nur Witze. Ja, ja, nur Witze, genau. Oh, er weiß sowas von Bescheid. Ja, macht ja nichts. 217.000 Punkte, ziemlich ähnlich zu der anderen. Glaube ich. Wo Musik? Danke. Muss ich erst dreimal drauf rumdrücken, ey. Wir machen jetzt mal das nächste weiter. Das ist Offenberg. Auch schon 5 Minuten Video, ohne irgendwas getan zu haben. Oh ja, schmackhaft. Das ist mal wieder ein Server-Scheiß. Ich könnte kotzen, ey. Gut. Wir porten erstmal hier hoch. Nee. Dahin bitte. Meine Güte. Ein paar Mark 50 dürfen wir da eingenommen haben. Ich glaube, wir sind ein Level aufgestiegen. Schauen wir mal. Richtig. Stufe 119, sage ich ja. Noch einen Wheelspin machen. Na, oh, immer. Und wir können mal das nächste, nämlich Szene 43. Oder Szene 43, besser gesagt. Nicht Zähne. Das ist nämlich die Zähne im Maul. Guck gerade so ganz neidisch auf meine Wasserflasche, weil ich gerade richtig Bock habe, was zu trinken, aber in der Aufnahme schlecht. Ah, wir nehmen das mal zu Ende auf. Ja, wir haben es übrigens 15 Uhr. Ich bin sackmüde. Was sagt das für mich, Moritz? Na, ich weiß nicht, in letzter Zeit bin ich eigentlich durchgehend müde. Richtig zu kotzen. Sie an. Die beiden Meisterverbrecher auf frischer Tat ertappt. Dass ich deinen Fahrstil nicht früher erkannt habe, Jungspund. Mike, schön, dass du da bist. Wie gefällt dir dieser Dummy vom Art Department? Der wirkt so echt. Spaß dir, Frankie. Das ist eine geniale Idee. Aber wenn ihr Victor weiter täuschen wollt, braucht ihr meine Hilfe. Gut, dass du derselben Meinung bist, Mike. Schrei doch nicht so. Du redest ja. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, steig ins Auto. Ein großer Sprung steht an. Goddamn, warum schreit man denn immer so? Ich höre Audio aber so! Hoffe, das regelt herunter. Mike? Sagtest du Vulkansprung? Ja. Na los, Jungspund. Ich habe die Eröffnungsfeier gesehen. Auf den Hügel! Dieses Fahrzeug ist eine Mike-Stil-Sonderanfertigung mit neuem Motor und neuer Aufhängung. Du sagtest was von einem V8, das merke ich. Wobei ich glaube, dass so ein Ding auch serienmäßig ein V8 drin hat. Wissen tue ich es aber nicht, könnte auch ein Sechszylinder sein. Oder ein V12. Also hier könnte halt alles drin sein. Von Aston Martin habe ich echt gar keine Ahnung. Wow, schön einen richtigen Fahrer hinterm Steuer zu haben. Das habe ich gehört. Das war bewusst, schätze ich. Also, wenn sie so ein guter Fahrer wäre, würde sie es selber machen, ne? Sage ich mal. Ich finde es schön, dass Bezug zu alten Sachen genommen wird. Ne, wie das Jungspund und so. Und allgemein, dass man Frankie Borman wieder sieht. Oder Frankie Beaumont heißt sie, glaube ich. Keine Ahnung. Hui! Distanzziel 368, okay. Hätte vielleicht vorher darauf achten sollen, wie weit wir springen müssen. Na bitte! Gut gemacht! Frankie! Großartig! Gut gemacht! Aber das bleibt unter uns, ja? Victor muss nichts davon wissen. Wovon? Nice! 3 Sterne. 368 Meter. Sehr schön. Laggt übrigens immer übertrieben, weil nur 30 FPS. Keine Ahnung. Meine Güte. Freddy meinte, er hat bereits gefühlt alle Rennen abgeschlossen. Da muss ich mal ein bisschen hinterherkommen. Ich komme vorbei, aber erstmal drehen wir ein bisschen am Rad. 175.000, nice! Da haben wir da ein bisschen Geld. Knapp 6 Mille. Gefällt mir sehr gut. Oh, Stunt in der Stadt scheinbar. 2,45. Wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Bei 10 Minuten knapp. Wir sind jetzt beim dritten, glaube ich. Also sollten wir wieder 4 schaffen? Ja, soll ich hinkommen. Let's go. Szene 73. Ich lese das unten nicht mit, ne? Geh mir auf den Sack. Wäre schön, wenn es nicht erst nächste Woche passiert. Wäre wirklich schön.
Ich sehe übrigens gerade, ich habe die Rechnung von meinem Lattenrost noch hier neben liegen und mir fällt gerade ein, ich muss ja auch noch 2 Matratzen bestellen. Scheiße. Ja, soll ich mal tun. Hallo, Frankie. Aber nicht jetzt. Nein, nein, sag nichts. Wir müssen deinen schönen, rentablen Akzent bewahren. Steig ins Auto, ich erkläre dir den Stand unterwegs. Deinen schönen, rentablen Akzent. Schönes Auto, by the way. Schöner Rari. Also, gefällt mir tatsächlich nicht mehr so gut. Dr. Strange Guard. Action. What the fuck? Vorsicht, achte auf die Kurve. What the fuck? Okay, ihr hättet mir auch euch sagen können, dass hier so eine verfickte Rampe steht. Ja, hier war eins der Dingensschilder. Ging hier lang. Hier der Wegbereiter. Musste man 2 in der Minute machen, glaube ich. Das war marginal nervig. Weil es halt echt scheiße platziert war. Man musste hier ein bisschen anders fahren, aber im Endeffekt halt da anfangen, wo das auch war. Darf ich erfahren, warum ich hier so komisch durch die Stadt... Okay. Dachte, ich müsste nicht ganz so weit links. Vielleicht nicht, aber nicht hier alle Marktschäden zerschießen, das kostet zu viel Zeit. Vielleicht nicht da komplett in eine Wand einplanken. Alter. Wer hat sich gedacht, mit so einem Eimer hier durch eine kleine Stadt zu fahren, Alter? Und das bei Regen. Junge, dir sollte bewusst sein, dass man das Tempo hier doch nicht halten kann, ne? Das war ganz schön eng. Verdammt, Victor ist am Telefon. Sag nichts, Jungspund. Victor! Senior Steel! Frankies Fahrstil ist wieder mal bemerkenswert. Aber kann es sein, dass es hier eine weitere, spannend aussehende Zitronenschlüpft? Was? Und Frankie am Set gibt. Das war ein Dummy. Ja, ein Stunt-Dummy. Ich muss los, Victor. Ciao! Wieso ist es hier unten nass? Das macht ja nicht mal Sinn, das ist ein Scheiß. Okay, also, außer man ist jetzt in Wiesbaden, wo es in Unterführung regnet. Ja, okay, aber das macht halt keinen Sinn. Okay, scheinbar ist Frank dumm. Ich war Verfolger Nummer 2, als wir in England gedreht haben. Der eine, der in die Mauer gefahren ist? Das war super. Sehr witzig, Captain. Stummer Protagonist. Jetzt fahr! Ja, in die Mauer gefahren, das ist nice. Wir haben noch wir hatten eben noch eine Minute Zeit, also das ist mal wieder gar nicht schwer für 3 Sterne hier. Wie soll man das in 5 Minuten, Junge, wie soll man das hier nur in 5 Minuten machen, also, Junge. Manche Sachen sind hier echt anspruchsvoll und manche sind halt so, ja, easy. Ich habe einfach mal noch 37 Sekunden Zeit. Sauber! Schön wieder mit dir zu arbeiten, Frankie. Viel zu knapp. Bringen wir das zu Ende. Ja, vor allem sagst du Frank mal bitte, dass sie nicht Zitronentee schlürfend am Set rumsitzt, ja? Danke. Boah, schön laggy Scheiße. Meine Güte. Zeit in Schauern, 12 Minuten 50. Interessant. Scheinbar 494 alternative Sprungfähigkeiten. Keine Ahnung, wo ich die alle gemacht habe. Gefühlt spiele ich das Spiel erst seit 5 Minuten. Herr Raben jetzt? Geht klar, bin da. Also, nach dem Ladescreen. 14 Minuten haben wir jetzt, das heißt, wir schaffen noch entspannt ein bisschen fahren und dann kann ich noch ein paar Wheelspins machen, ne? Ja, ja, hört sich gut an, glaube ich. Gönn! Szene 95. Dauert natürlich wieder ein bisschen wegen Ladezeiten. Ladezeiten. Ich hoffe, das kriege ich heute Abend mal geregelt, dass sie nicht mehr so lang sind. Das nervt mich selber, bevor ihr drüber redet. Der Regisseur fragt, warum ich in den Stunt-Szenen meinen Text nicht spreche. Keine Sorge, Frankie, ich mach das schon. Hey, Jungspund, bereit fürs nächste Set? Klar, aber das bin nicht ich, möchte ich anmerken. Ich habe 4 rotere Haare. Ja, das bin ich. Warum sind da 2? Was zum Fick fahren wir hier? Was soll ich machen? Okay, es ist ein Jesko, weil... sah aus wie ein Jesko, aber das, was auf der Seite drauf stand, habe ich nicht als Jesko entziffern können.
Aber er ist vorne weg. Was? Du hast verborgene Talente. Es geht natürlich um eine Flucht. Das selbstreplizierende Kontrollsystem will ich unbedingt stoppen. Es hat ein Verfolgungsfahrzeug angefordert. Dem musst du entkommen. Wenn es dir hilft, stell dir vor, das Fahrzeug hätte einen witzigen Text. Wäre vielleicht sogar der wahre Star des Films. Bestimmt mit dir als Sprecher. Alter, ich möchte mal kurz anmerken, das ist ein fucking Jesco, kein Dreck Offroad-Eimer. Der fährt echt nicht gut Offroad. Warum müssen wir so einen Schrotthaufen hier fahren? Also, Schrotthaufen. Schönen Schrotthaufen, selbstverständlich, ne? Ich glaube, der Jesco ist das schnellste Fahrzeug im Spiel mit über 500, glaube ich. Ganz sicher bin ich mir nicht, aber also es soll richtig, richtig schnell sein. Irgendwann soll auf jeden Fall über 500 fahren können. Ich meine, es ist der Jesco gewesen. Auf jeden Fall nicht auf der scheiß Waldstraße hier. Meine Fresse, ey. Komm. Komm. Da vorne ist schon das Ziel. Auch wenn es noch 20,9 Kilometer sind. Ich muss die wirklich kriegen? Junge, why auf einmal so schwierig? Also das ist jetzt für mich echt schwer. Ich muss schon mal vor ihr da sein. Ich würde sagen, daran werden wir das ein paar sitzen, denke ich mal. Weil Auto fährt halt wirklich nicht gut auf Schotter. Ich meine, sie fährt einen Bugatti. Ich weiß nicht, ob das Ding hier nur Heckantrieb hat. Aber wir kommen ja gar nicht hinterher. Ja, okay, wir versuchen mal wirklich Ideallinie zu fahren, ne? Dann habe ich vielleicht den Hauch einer Chance. Frankie, du hast verborgene Talente. Es geht natürlich um eine Flucht. Das selbstreplizierende Kontrollsystem will ich unbedingt stoppen. Es hat ein Verfolgungsfahrzeug angerufen. Junge. Also, ich bleib dabei. Ich weiß nicht, ob der Jesco Heck oder Allrad hat. Ich hätte eigentlich auf Allrad gewettet. Aber, also, er kriegt die Kraft ja gar nicht auf die Straße. Junge, 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 Junge. Warum fährt Frankie auf einmal so gut? Ich meine, er kriegt ja hier gar keine, also, ist ja durchgehend durchdrehende Räder. So, kein Allrad oder was? Also, das ist hart unspaßig hier. Ich spiele übrigens immer noch nicht auf, also eine Stufe unter Profi, ne? Und das ist jetzt schon so schwer. Weil ich nicht weiß, ob die Schwierigkeitsgrade actually hier irgendwas bewirken. Eine wichtige Frage, die ich mir stelle, ist, muss ich wirklich die Checkpoints verfolgen hier? Weil ich kriege kein Feedback von den Checkpoints. Ja, schaffe ich eh wieder nicht. Die ist doch schon achtmal weg. Okay, also tut mir leid, aber das ist komplett dumm. Keine Sorge, dreh um und wir machen's nochmal. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, also mit sehr viel Käse habe ich es jetzt geschafft, vor sie zu kommen. Falls ihr euch fragt, was ich gemacht habe, ich habe sie einfach komplett weggeräumt in einer Runde. Also ich habe sie einfach übel von der Straße gehämmert. Und trotzdem ist es, also gut, wenn ich da nicht gerade so scheiße gefahren wäre, nicht ganz so eng, aber schon noch relativ eng. Das hat gar keinen Spaß gemacht, vor allem ich habe ja noch richtig lange Zeit, 20 Sekunden einfach. Großartig, das wird super aussehen. Na also, erledigt. Jetzt fehlt nur noch ein Stunt. Ich rufe dich an, wenn wir startklar sind. Mach das mal, das war hart und lustig. Also, das war die schlechteste Mission im Spiel bis jetzt. Vor allem, wenn man für 3 Sterne irgendwie 20 Sekunden länger Zeit hat. Aber man hat halt nicht 20 Sekunden länger Zeit. Also, du kannst nicht länger brauchen. Ist es nicht möglich.
Also, keine Ahnung, wenn du jetzt auf 8 Schwierigkeitsstufen leichter spielst, geht's vielleicht. Hier steht eine komplett restaurierte Dodge Viper ACR für dich bereit. Halt mal die Fresse kurz. Die Dodge Viper ist mir gerade am Arsch egal. Ach, fuck. Jetzt habe ich nochmal gedreht. Egal. Wir wollen noch ein paar machen. Ich würde sagen, ich mach mal die restlichen, die ich noch hab. Ah, schade. 300.000 wäre geil gewesen. Oh yeah, ein Bleistiftkleid. Ich weiß nicht, was das ist. Schade, ich hätte gerne den Eimer gehabt, der da stand. Okay, Schmutz. Ein Z3M Coupé. Ein sehr schönes Auto, by the way. Nice. Ah, schade. Hätte ich lieber... Ach Gott, schon wieder eine dreckige Hupe. Letztes. 40.000. Immerhin. Hey, der nächste Stunt ist bereit. Triff mich und die Stunt-Crew drüben beim Teleskop. Machen wir. Allerdings, erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, haut rein und tschüss.